Halt die Schnauze, Metcalf. How sweet is how. Ich hab gesagt, Schnauze halten. Ihr könnt mich mal, ihr Arsch. Verdammt nochmal, halt's Maul. Was willst du denn dagegen tun? Mich einbuchten? Ich will... Hey, Metcalf. Es reicht jetzt. Halt du dich da raus, Mendoza. Gern doch. Guten Abend, Detective. Ted? Ja, wir beide sind weit weg von zu Hause. Hey, Filzi! Augen nach vorn, klar? Nettes Gespräch, Ted. Hier wird gleich eine ganz heftige Nummer gestartet. Du ödest mich an, Ted. Mach mich nicht an, Mann! Ich bin nur der Bote. Tyson hat gesagt... Moment. Tyson Latchford? Ja, siehst du, jetzt hörst du mir ja doch zu. Okay, der Plan geht folgendermaßen. Oh Mann, scheiße. Tyson. Ich sollte dich warnen, aber... Scheiß drauf, Alter, halt dich einfach irgendwo fest. Ted, was ist hier los? Partytime. Herzlich willkommen bei Battlefield Hardline. Es sind 3 Jahre vergangen, nachdem wir betrogen wurden von unserer eigenen Kumpan. Ich weiß nicht, was ist. Mann, ist so schwer. Und anscheinend. Ich will nicht wissen, wie lange ich den Schlüssel schon habe. Und schon gar nicht, wo ich ihn bisher stecken hatte. Was machst du da? Tyson wartet am Wasserturm auf dich, sobald er damit fertig ist, die Bullen abzulenken. Halt, was? Geh zum Wasserturm. Hey, Moment mal. Und was ist mit dir? Mann! Hast du's an den Ohren? Wasserturm! Los! Und wir wurden von denen gerettet, wo wir mal dachten, wer verarscht uns. Okay, gehen wir mal zum Wasserturm. Stehen. Wir haben noch nie mal eine Knarre. Renn, Forrest! Run, Forrest, run! Oh. Shit! Okay. Wo denn jetzt? Wo sollen wir denn jetzt hier lang? Da ist eine Sperre. Okay, da müssen wir lang. Ich sehe gerade. Und wir rennen weiter. Ach, scheiß drauf. Ja. Ganz ruhig, Mann. Die dürfen dich nicht sehen. Da war er. Holt meine Lampe her. Da ist er. Scheiße, sofort auf den Boden. Ach, wirklich wütend. Ja, hier ist noch ein.
unverdächtig. Wir werden euch human behandeln. Verschwinde! Irgendwie falsch gelaufen. Die Stadt ist umstellt. Sofort stehen bleiben. Wo müssen wir denn hier? Weiter, weiter, weiter. Kein Sichtkontakt. Ah, okay. Unbewaffnet rennen wir durch die Stadt. Oder durch den Müllkasten. Keine Ahnung. Noch mehr ist das. Verdammt, er haut ab! Zentrale Bescheid geben, Flanke 4. Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Beim letzten Mal haben wir die Hälfte von diesem Dreckshaufen wegen Drogen eingelocht. Nur die Hälfte? Sofort zum Suchtrupp. Okay. Bleiben wir vom Lack! Ja, mach mir die Scheiße geil! Nachher. Keine Ahnung, Sir. Ist das bestätigt, dass er Geiseln genommen hat? Wie gesagt, keine Ahnung. Die Geiseln freilassen! Es gibt keinen Ausweg! Oh, ihr könnt mich mal, verdammt! Er sagte wir? Welche Gefangenen werden denn noch vermisst? Waldman und Mendoza, Sir. Sind Sie bei ihm im Gebäude? Ja, ganz so aus, ja. Wir wollen euch nicht wehtun! Keinen von euch! Kommt raus, da passiert nichts! Ich bin Fluchtwagen, klar? Sofort! Ein beschissener Lastwagen! In der Tat, wir sollten uns ein Swat-Team besorgen. Was soll das denn gehen? Können wir den umdingsen? Ja! Wir können überwältigen. Zack. Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will so. Nicht mehr zurück. Wir haben Taser. Wir sind happy. Jetzt wissen wir uns mal kurz da drin rein. Ist hier was? Nein. Ganz vorsichtig. So, da ist noch jemand. Da ist einer. Schnappen wir uns. Zentrale, ich dachte, hier wäre was. Aber so, ist da. Was hast du denn? Oh, noch ein Taser. Okay. Zwei Patronen. Verstanden. Da ist er! Achtung! Nein! Sofort auf den Boden! Leg den Shit. Ich dachte, die kommen näher, beziehungsweise nehme ich gefangen, aber denkst du? Die Taser mir gleich. Okay, nochmal der ganze. Ich muss die Typen irgendwie ablenken. Verdammt, er haut ab! Zentrale Bescheid geben, Flanke 4 ist abgeriegelt. Erledigt, SWAT-Team ist unterwegs. Wir kriegen den schon raus da. Beim letzten Mal haben wir die Hälfte von diesem Dreckshaufen wegen Drogen eingelocht. Nur die Hälfte? Sofort zum Suchtrupp. Okay. Ja. Ab zum Suchtrupp. Waffe her. Keine Ahnung, Sir. Ist das bestätigt, dass er Geiseln genommen hat? Und wie gesagt, zack.
So. Sorry, Mann. Du oder ich. Und ich will nicht mehr zurück. War da rein? Na komm rein. Wir will hier rein. Okay. Da rein hier raus. Stinkt nach obdachlosen Junkies. Wahrscheinlich leben hier auch welche. Jetzt ist keiner mehr da. Ihren Duft haben sie jedenfalls hier gelassen. Widerlich. Stinkt nach Ammoniak und Katzenpisse. Muss ein Meth-Labor sein. Okay, das wäre Schritt 1. Nichts wie weg hier. Das fliegt hier gleich alles in die Luft. Ups. Weg. Das alte Messlabor ist hochgegangen. Zurückbleiben! Oh Scheiße, Zentrale, hier ist ein Treiber ein. Wir haben eine Explosion. Wiederhole, wir haben eine Explosion. Jetzt schauen wir uns den hier. Runde Nummer 3. Ach, hätte ich auch hier so machen können. Ist man ja nicht. Sagt ihn ja keiner. Wie war's dann, oder? Rote Batterie. Oh. Was ist denn los? Okay. Das verstehe ich jetzt hier aber überhaupt nicht. Muss ich hier lang? Ah, okay. So. Na, renn. Renn, Boris, renn. Geht zum Wasserturm abgeschossen. Hi, Schnucki. Du hast sicher ein paar Fragen. Was machst du denn hier? Und woher hattet Herr meine Handschellenschlüssel? Officer, du solltest dich geehrt fühlen. Übrigens, Tab war mir für deine scheiß Abhöraktion was schuldig. Er ist nicht mit mir geflohen. Tab. Für den ist der Knast das Beste. Da kommt man schön vom Koks runter. Ich kenne mich da aus. Hey, Arschloch, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Hey, aber wenn hey, du denkst, ich hey! Würde... Da ist jemand, mit dem du reden solltest. Hier, nimm das. Was soll das sein? Siehst du das Schild da? Leuchte es an dreimal. Ganz schnell. Machen wir mal. Okay, mach doch von selbst. Genau da musst du... Hier sind wir nicht sicher. Ach nee. Wir teilen uns auf. Tyson? Bleib von den Scheinwerfern weg. Scheiße. Alle Einheiten, Verdächtige auf den Hügel gesichtet. Komme rüber. Komme rüber. Komm mal. Ups. Hui. Haben wir hier was? Nö. Okay.
Okay, ein Auto. Kommt mit erhobenen Händen aus eurem Versteck. War nun nicht gerade die feine Englische, aber naja. Oh, wie ging die Scheinwerfer da? Okay. Stehen bleiben! Zack. Okay, mit dem Taser, das lassen wir mal lieber. Damit kommen wir irgendwie überhaupt nicht mehr zurecht. Doch! Nehmen wir doch noch einen. So, nächster bitte. Böses Licht, böses Licht. Ach nee. Zwei. Drei. Hey, hier. Sehr gut. Dein neuer Look gefällt mir übrigens. Schicht im Schacht, ne? Was wollen wir hier heißen? Wart's einfach ab, Mann. Nein, ich will's jetzt wissen. Erklär mir zum Beispiel mal, warum du den Bus in die Luft gejagt hast, in dem ich war. Okay, das war scheiße. Aber hat funktioniert. Los, mir nach. Naja, bedingt, ne? Hi, Schnucki. Ihr wollt mich doch verarschen. Tabs Transport. Der Schlüssel. Kaputte Cops. Wir kennen uns eben aus. Mann, es tut mir echt, echt leid. Gib mir einen Grund, dich nicht auszunocken. Erstens, ich schlag zurück. Da bin ich mir sicher. Zweitens, Julian Dawes. Denk mal drüber nach. Er hat mir alles versaut. Er hat dich eingebuchtet und sie hat er auch abgezogen. Du bist der Einzige, dem wir vertrauen können. Vertrauen? Und was bitte soll ich davon haben? Dawes muss kapieren, dass seine Taten Konsequenzen haben. Auf Gerechtigkeit standst du schon immer, richtig? Was wäre, wenn ich euch sage, ihr sollt euch ins Knie ficken? Dann ficken wir uns ins Knie. Ja, was? Und du kriegst einen schicken Knast-Overall. Haha. Schön. Fällt die Entscheidung so schwer? Außer Betrieb. Das war aber sehr kurz. Okay, dann verabschiede ich mich für eine sehr kurze Folge und bis zum nächsten Mal.